Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls 2. Beim letzten Mal haben wir den wohl leichtesten Boss im Spiel besiegt, nachdem er mich zur Hölle gebracht hat. Und eine weitere Estus-Flakon-Scherbe mitgebracht. Gut, niederknien wollte ich jetzt weniger. Ich wollte meine Estus-Flakon-Scherbe nehmen. Ecke. Wenigstens ist es nicht wie in, sagen wir mal, Zelda? 5 Flakonscherben für einen Flakon oder so. Das wäre ärgerlich. Hätte sich fast Sorgen gemacht, aber nur fast. Ah, schon mal wieder ein Stück hier mehr an der ultimativen Weltherrschaft, wenn man so möchte. Prinzipiell habe ich gerade aber auch einen kruden Stein gekriegt. Von der Kristallechse, die ich ja, wie gesagt, jagen wollte. Was mich dann zu dem Punkt bringt, dass ich mein Schwert original machen kann. Um nochmal einen kleinen süßen Extra-Boost rauszuholen aus der Waffe. Ich denke, das wird mir gefallen. Ich glaube zumindest, habe ich es immer gemacht. Wenn nicht, ist auch egal eigentlich. Und ja, mich hat keiner gefragt, aber ja, ich werde hiernach dann auch Bloodborne machen. Einfach nur, weil ich Bock drauf habe, dieses Spiel wieder zu spielen. Und dann unter Umständen blind den DLC zu beginnen. Boah, da hab ich Bock drauf. Ich habe momentan einfach Bock auf so etwas Bullshit-Schweres, wo ich mich so ein bisschen... ich könnte durch die Tür gehen. Haha. Ja, dafür ist der Festungsschlüssel. Seht ihr mal. Ich muss schon fragen, folgt ihr mir hier rein? Aber ja, tun sie. Naja, wenn es weiter nichts ist, ne, sollen sie mir da reinfolgen, mein Gott. Waffe durchdringen, Bastardschwert, ist jetzt Bastardschwert Original, Stufe Original. So ein Original Bastardschwert, made by myself, me and I. Okay. Wir könnten jetzt natürlich eigentlich in der Lichtsteinbucht Zeldora weitermachen. Dachte mir dann aber, ja gut, aber ich rede die ganze Zeit davon, dass dieser Dungeon einen optionalen Boss beinhaltet. Und dem ist auch so. Jetzt hat natürlich keiner von euch gesagt, boah, ja, zeig mir, was da abgeht. Ich muss das sehen. Ja, ich weiß, das ist richtig. Aber ich dachte mir, boah, das ist vorhanden. Also muss man das sehen. Ja, ich weiß, es ist nicht unbedingt dieselbe Variante. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, wenn ihr euch das anseht. Aber, naja. Ja. Ich möchte auch nicht zu viele Hinweise geben. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es sowas gibt. Oh ja, kann es sein, dass ich der Ratteneid... Ja, ich glaube, ich habe den Ratteneid. Ist natürlich jetzt gerade sehr unterhaltsam. Das hier ist ein Rattendungeon. Um es mal so zu sagen. Davon gibt es 2 Stück im Spiel. Einen haben wir schon gemacht. Das hier ist jetzt der zweite. Seid ihr dem Ratteneid ergeben, dann werdet ihr hier nicht großartig angegriffen. Entweder nicht von allen oder zumindest nicht von ihm da. Ja, nicht von so vielen überhaupt. Ja. Dementsprechend habt ihr hier so ein bisschen mehr freien Gang. Hier gibt es sehr, sehr viele Pharos-Möglichkeiten. Die könnt ihr alle wahrnehmen. Vieles davon sind tatsächlich auch Fallen. Also wenn ihr mal hier kämpfen müsst, dann könnt ihr das tun. Also die Fallen benutzen jetzt. Oh, Platz. Okay. Das heißt, dieses könnt ihr, müsst ihr dann aber halt nicht. Ich glaube, hier schießen dann sogar Pfeile aus dem... Schade, ich hatte gehofft, ich bin schnell genug gewesen. Oh, da ist der... Ist das der Titanienbrocken, den ich gerade gebraucht hätte? Wenn ja, dann bin ich doch ein bisschen entsetzt. Ja, nee. Nicht ganz, aber es ging jetzt schon fast in die richtige Richtung. Ja, genau. Das sollte man eigentlich nicht machen.
ist nicht ganz so fett. Ich bin auch nicht sauer. Überhaupt nicht. Ich denke mir, verdammt. Nein, so schlimm ist es nicht. Wieder hoch und dann aber rum. Mein Gott. Ärgere nicht, aber ne. Denn hier gibt es natürlich auch einen Boss und dieser Boss ist dann tatsächlich nicht ganz so einfach, wie die Rattenvorhut es war. Wenn man denn dabei wirklich davon reden möchte, dass sie einfach war, aber eigentlich mal ganz ehrlich, so schlimm war das wirklich nicht. Ja, selbst komische Roboter-Dinger haben die. Also die haben hier wirklich an alles gedacht, die Gurmies. Ich weiß nicht, wie man die sonst nennen soll. Gurms, Gurmies. Hey, hier braucht man sogar drei Teile, um hier durchzukommen. Da konnte man es eigentlich gerade sehen, wo ich hin will. Jetzt ist halt nur die Sache, wie war das hier nochmal? Hier längs? Kann das sein? Kommt das hin? Ja. Zum einen haben wir hier den nächsten Speicherpunkt. Also ihr könnt tatsächlich zu dem Boss immer wieder rein. Kein Thema. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber. Und zum anderen ist das vielleicht gar nicht mal so unpraktisch. Wow, 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 wow. Was? Ja, das ist... An die Kleinen erinnerte ich mich nicht mehr. Aber das ist der optionale Boss hier in diesem Rattendungeon, der königliche Rattenprüfer. Und ich dachte jetzt, da kommt nichts mehr. Und war so, ja gut, nur die Kleinen. Ja, okay, wollen ja nicht viel machen. Ja, ja. Gift ist übrigens nicht das Einzige, womit ihr da zu kämpfen habt. Sollte ich vielleicht auch erwähnen. Wow, ich bin ja bestens auf Gift vorbereitet. Mein lieber Scholli. Okay, also ja. Da oben müsste der eigentlich liegen. Da ist er schon, der königliche Rattenprüfer. Also ihr müsst bei ihm schon drauf achten, was er macht. Weil da auch mal schnell sowas passieren kann. Dadurch, dass er so groß ist, ist die Hit-Detection manchmal ein bisschen... Na, sie arbeitet gegen mich, wie man gerade sieht. Ja. Wie war das nochmal? Da gab es auch einen relativ guten Trick, wie man es am besten macht. Ich glaube aber, im Großen und Ganzen läuft es auf... Wir sehen gar nicht erst an. Pass auf, was passiert und gut ist. Ist vielleicht auch wieder eine Ausrede von dem. Lass es ihm nicht durchkommen. Nein. Nein, 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 nein. Aber irgendwie... Also ich habe ihn ja jetzt gerade nicht mal einmal getroffen. Das muss man vielleicht echt dazu sagen. Oder am besten es einfach sein lassen. Einfach nicht sagen, dass ich nicht getroffen habe. Immer noch besser, als wenn ich es geblockt hätte, irgendwie. Ah, relativ. Relativ gesehen vielleicht. So, geblockt, wunderbar. Nicht mal nah dran gewesen. Ja, gut, der Trick war im Prinzip gar nicht erst anvisieren, sonst kommt man nicht hinterher. Das war's dann schon, mein Gott.
Vielleicht noch treffen, das ist so ein Pro-Tipp, ne? Also. 90% der Spieler wissen nicht, dass man den Gegner treffen muss. Nein. Also, wenn man so Computer-Nachfragen vielleicht nachbearbeitet, von wegen, wenn die erste Antwort immer ist, haben sie den Stecker auch drin? Dann würde ich es vielleicht glauben, aber naja. Genau, das ist hier die nächste Schwierigkeit. Er kann unsere Waffen relativ zügig mit Magensäure zersetzen. Das ist jetzt an dieser Stelle wieder egal, aber ne, das geht halt auch. Vielleicht halt noch ganz interessant anzusehen ist, dass wir einen Rattenschwanz von ihm bekommen. Das geht dann mal wieder in die Richtung, dass man seinen eigenen Eid verstärken kann. Ansonsten ist das hier eigentlich eine riesen Sackgasse. Mehr ist hier nicht zu holen. Man kann halt hier, wie gesagt, diese PvP-Kämpfe haben. Das ist dann halt der zweite Rattendungeon, zu dem man gerufen werden kann. Aber was soll ich sagen? Entweder man hat da Bock drauf und macht das dann, oder man hat da keinen Bock drauf und lässt es. So ist es halt. Das ist der Rattendungeon. Okay. Nachdem wir das jetzt gemacht haben, wird es dann natürlich Zeit, dass wir jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Scheinbar war da doch kein zweiter Geheimgang. Ich habe tatsächlich sogar nochmal die Wiki-Seiten angesehen, aber ne. Da habe ich mich dann scheinbar an etwas erinnert, was nicht existent ist. Aber gut, gut, soll es geben. Wir rennen jetzt einfach dran vorbei, weil wir naja, keine Zeit zu verschwenden haben. Aber natürlich öffnen wir jetzt mal diese Truhe. Na, man sieht ja hier schön so ein, weiß ich nicht, Gegner-Rufbonbon oder so, weiß ich nicht. Und schon haben wir halt hier haufenweise Babyspinnen, die uns das Leben schwer machen wollen. Schön ist natürlich, die verschwinden einfach nach einem Sieg. Die machen und weg sind sie. Liegt hier nicht so viel rum, was einen verwirren könnte. Darum geht's mir. Das sind einfach nur 20 schwere Bolzen. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Ne? 20 schwere Bolzen und dafür wird durch eine Armada von Babyspinnen auf den Hals gehetzt. Also ich weiß ja nicht. Ich weiß vor allen Dingen nicht, ob man dann wirklich sagen kann, das ist es mir dann wert, aber manchen ja, manchen nein. Das hätte ich vielleicht vorher aktivieren sollen. Naja, egal. Ja, wir sind jetzt an einer Ort, an einer Ort. Wir sind jetzt an einem Ort, an dem es sehr, sehr viele Wege nach Rom gibt, wie man so schön sagt. Wir können hier runter, wir können da runter, wir können den Weg gehen, wir können jenen Weg wählen. Also hier ist wirklich viel Freiheit und dementsprechend aber auch meistens sehr, sehr viele Wege, die eingeschlagen werden müssen, wenn man wirklich alle Schätze haben möchte. War nicht schnell genug dafür, aber egal. Na, hier kommen haufenweise Spinnen den Hang runter. Ist auch super nett. Außer die da, die bleibt irgendwie da oben stehen. Ja, liegt sicher doch. Ich würde mich... Was zum... Ja, also... Weiß ich nicht. Kann mich nicht bewegen. Also nicht in die Richtung. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendein Effekt war, den ich nicht kenne oder mein Spiel gerade am Ausdecken war. Ich konnte mich nicht in die Richtung bewegen, in die ich mich bewegen wollte. Ist aber auch nicht schlimm.
Der Weg nach unten ist lang und steinig, vor allen Dingen, wir sind hier im Prinzip in einer Minenstadt gewesen. Also ja, lang und steinig nach unten und wir haben dann halt gerade den Kieselstein im C stecken gehabt oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, warum man sich gerade nicht bewegt hat. Also nicht andersrum bewegt hat. Ich weiß nicht, ob ich am Treibsand hing, also der mich nach unten gedrückt hat oder sowas. Ich weiß es wirklich nicht. So, das ist dann lustigerweise der andere Weg. Einfach darunter. Aber ist ja egal, man kann ja einfach hier hingehen und sich seine Sachen wiederholen. Interessant ist vielleicht nochmal diese Echse hier. Die ist nämlich nur Schall und Rauch. Ich finde es nur sehr unterhaltsam, dass sie sowas eingebaut haben. Sie ist halt wirklich Schall und Rauch, ist da nicht. Man kriegt nichts von dieser Echse. Gar nichts. Sie ist da. Sie sieht aus wie eine unserer Kristallechsen, die wir haben wollen unbedingt. Sie ist aber keine. Also die wir haben wollen unbedingt. Eine Echse ist sie schon. Nur halt so eine Fake-Echse. Also das Spiel liebt es ja, gemeine Sachen einzubauen. Das sieht man dann halt immer wieder daran, ne? Eine Fake-Echse. Krummax, Seelenstrudel. Alles Zauber, alles nett zu sehen. Ob man es haben will, ist die nächste Sache. Ist das das Zimmer, was ich denke, was es ist? Ich glaube. Stuhl. Da ist ein Stuhl im Weg. Übrigens, soweit ich weiß, wenn ihr da reinfallt, ist es Instant Death, glaube ich sogar. Hier ist später ein Charakter drin, den wir sehr gut gebrauchen können, aber nur wenn ich ihn von woanders befreie. Das werden wir aber auch noch machen, also keine Sorge. Ich weiß, es ist immer komisch, wenn ich sowas jetzt erst sage, aber ich möchte im Prinzip teilweise einfach auch so ein paar Videos haben, in denen wir noch erkunden gehen können. Kann da nicht hochlaufen, einfach. Ich nicht. Strange. Wie kam ich jetzt hier nochmal raus? Wie war das? Au. Dem weiß ich irgendwie auch nie, wo vorne und hinten ist, aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht. Das sind alles so merkwürdige Gesellen. Also der Punkt ist, wir kommen halt da oben nicht rum. Sieht halt so aus, als könnte man da hochlaufen, aber das geht nicht. Also ich kann hier hin. Dann klappt das halt nicht. Irgendwie muss ich da hier wieder rauskommen. Irgendwie ging das doch. Ich bin jetzt nicht so doof, oder? Irgendwo gab es hier einen Weg nach draußen wieder. Es sei denn, ich bin echt doof und, naja, sehe ihn halt nicht. Hier ist kein Weg nach draußen. Doch, da ist der Weg nach draußen. Das ist das, was ich meine. Das ist hier manchmal ein bisschen schwierig mit dem herausfinden, wo man hin muss und wo nicht. Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, unser Schwert auf Stufe 10 zu bringen, glaube ich sogar, tatsächlich. Wir haben einen neuen Gegnertypus, den Spinnenparasiten. Oder den Befallenen. Weiß nicht, haben die Gegner hier offizielle Namen? Auf jeden Fall tun diese Gesellen äußerst weh und sind definitiv mit Vorsicht zu genießen. Ihr werdet hier relativ viele von denen finden. Das ist dann immer so das größte Problem daran. Also man muss schon aufpassen, dass man sich von
denen nicht wirklich zuhauf überfallen lässt. Es ist kein Problem, dass da hier und da mal ein, zwei Leute sind, aber zuhauf kann das echt hässlich werden. Möchte ich halt darauf hinweisen. Bevor mir jemand sagt, ich hab's nicht getan oder so. Das ist die Tür. Ja. Diese Tür könnt ihr öffnen. Ich glaube, das bringt mich auch nicht um, das zu zeigen. Also werden wir das gleich mal machen. Ja. Nebel-Nacht-Aktion hier. Habe ich jetzt schon das Phantom aufgeweckt? Ja, habe ich. Warum frage ich eigentlich? Ja, das läuft ja ausgezeichnet. Ist eigentlich auch nicht so das Problem der Typ hier, aber nein, ich lass mich wieder verprügeln. Immer noch nicht tot. Ach, komm schon. Das wäre so typisch für mich. Kruder Stein, ja genau, das war das Ding, was ich für mein Original brauchte und gefunden hatte. Ihr könnt diese Tür zerstören, werdet dafür aber weggepustet. Der ganze Sand, der sich angestaut hat, kommt allerdings auch raus, also... Ist so ein Ding, was mit Vorsicht zu genießen ist. Dadurch erschafft ihr aber... So gesehen... Den Weg zu einer verschlossenen Tür. Ist das nicht cool? Ich weiß gar nicht mehr, welcher Schlüssel dafür verantwortlich war. Aber ja, ja, so habt ihr das dann gemacht. Diese Spikes da, wenn man sie so nennen möchte, sind kein Instant-Kill. Ihr könnt da drin rumlaufen. Das geht. Ob man es will, weiß ich nicht, aber es geht. Gut, mein Fehler, ich habe jetzt gerade nicht geblockt. Aber ja, ihr seht ja, dass es eigentlich Fluchträger sind, die einfach nur, naja, das Vergnügen hatten, von der Spinne in Besitz genommen zu werden. Das sieht man halt ganz nett. Mein Einblick auf den Rücken genügt und man sieht das, darum geht es mir dann tatsächlich. Man sieht das sofort, das sind einfach nur arme Säue dabei. Jedenfalls zu beneiden sind sie nicht. Ja, hi. Ein bisschen zu spät von mir reagiert. Aber was macht das schon? Eigentlich nichts. So. Aber ja, daran sieht man dann übrigens, dass das nicht irgendwie ein Random-Symbol ist, sondern es soll eine Spinne darstellen. Ist eigentlich interessant mal zu bemerken, ne? Das ist nicht ein random Wappen oder so. Nein, das Symbol ist das Symbol einer Spinne. Warum ist es das Symbol einer Spinne? Naja, da darf man sich ja jetzt tatsächlich noch fragen, ne? Ja, ihr seht ja hier, das wäre ein Sprung in den Tod, wenn man den machen möchte, wagen möchte. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Oder ist mein Spiel zu dunkel eingestellt? Nein, oder... Nein, 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 nein. Aber irgendwas fehlt mir. Irgendwas fehlt mir. Sag mir bitte nicht, dass irgendwas war irgendwo in dieser Stadt. Das glaube ich nicht. Ah ne, mein Spiel ist nur zu dunkel eingestellt. Deswegen sehe ich das nicht so gut. Ach, guck mal einen an. Es ist dunkler eingestellt als früher. Deswegen, sehe ich das gerade nicht ganz so gut. Ist vielleicht auch eigentlich Sinn der Sache. Auf dem Video sieht man es teilweise ein bisschen besser. Also muss ich mir zumindest keine Sorgen machen, ob ihr das seht. Und ja, hier geht's Spinnweben hinab. Das verheißt ja immer was Gutes, ne? Spinnweben. Da kann ja nichts Schlimmes kommen, ja? Na. Na. Also... ja, natürlich wird irgendwas Schlimmes kommen.
Leute mit einer Spinnenphobie haben ja sowieso jetzt schon hier ausgesorgt. Ich meine, da kommt man hier hin und dann sieht man Leute, die von Spinnen in Besitz genommen wurden, eine Spinne auf dem Rücken sitzen haben. Also, ich glaube, mit so einer Spinnenphobie ist man dann hier definitiv, ich sag mal, Problematiken ausgesetzt. Ich mache einen waghalsigen Sprung und alles, was ich hätte machen müssen, ist die Spinnenwebe runtergehen. Ja, so ist das manchmal. Auch hier wieder, wie im wahren Leben, ne? Manchmal macht man etwas Waghalsiges und eigentlich hätte man nur die Feuerleiter nehmen müssen, statt hinunterzuspringen. Dieser Angriff der Spinne gerade, dieses Klauen hochsetzen und dann richtig zulangen, das ist übrigens der, meine ich tatsächlich zumindest, der tödlichste Angriff, den die drauf haben. Ist nicht zu unterschätzen, sollte man wirklich darauf achten, dass man dem Angriff wahrscheinlich lieber entgeht. Gab es hier nicht irgendwo einen Leuchtfeuer? Oder erinnere ich mich gerade falsch? Kann halt auch sein, würde mich nicht wundern, aber ich war der Meinung, hier wäre irgendwo ein Leuchtfeuer. Aber scheinbar erinnere ich mich nur falsch. Wo ich ziemlich sicher bin, dass hier ein Leuchtfeuer war. Hab ich zufällig. Das wäre vielleicht nochmal ganz schön. Habe ich hier zufällig. Obwohl, ich habe nicht mein Estus-Flakon. Also eigentlich wäre ein Leuchtfeuer echt gut. Und die Zeit läuft mir eigentlich auch davon. Also. Okay, wisst ihr was? Ich werde diesen Part hier an dieser Stelle beenden, denn ich werde mir zumindest Estus-Flakons besorgen müssen, bevor ich das anfange, was ich hier anfangen könnte. Ah, oh Mann, so. In dem Licht sieht das hier noch echt besser aus. Naja, das werde ich dann halt machen müssen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir durch das Tor da unten schreiten können. Ich versuche ungefähr an der Stelle hier weiterzumachen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. So Leute, das war's mit dieser Episode von Dark Souls 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das neue Video schon draußen ist, klickt auf Next, um zum nächsten Video zu springen. Oder, falls ihr das vorige Video verpasst habt, klickt auf Previous. Tatsächlich habe ich noch unten in der Beschreibung mehrere Playlisten für euch zum Ansehen, falls euch das noch nicht gereicht hat. Und dementsprechend wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Projekt. Es macht Spaß, sich hier die Hände schmutzig zu machen. Bye bye.